Neben der Universität von Paris mit den Dominikanern Albertus Magnus und Thomas von Aquin bildeten die Gelehrten der englischen Universität von Oxford ein wichtiges Fundament für die Hochscholastik. Die meisten von ihnen waren Mitglieder des Franziskanerordens. Robert Grosseteste kam um 1168 zur Welt und war ab 1235 Bischof von Lincoln und Kanzler der Universität. Besonders charakteristisch ist seine Lichtmetaphysik. Das Licht ist für Grosseteste das Grundwesen alles Naturwirklichen. Es ist selbst der feinste aller Körper und gibt der Körperlichkeit eine Form, indem es die Materie in den dreidimensionalen Raum einführt. Das Licht dehnt sich einerseits kugelförmig aus, wobei es sich gleichzeitig selbst erzeugt und vermehrt. Andererseits wird es auch von der Peripherie der Welt zurückgeworfen. Durch die Ausbreitung des Lichts entstehen die rotierenden Himmelssphären der Planeten. Unser Modell zeigt die Lichtausbreitung, die Kontraktion sowie die Drehbewegung der Sphären. Grosseteste gibt mit seiner Lichtmetaphysik eine physikalische Interpretation der Entstehung der Welt. Die für das Licht typischen optischen Gesetze der Brechung und Reflexion sind ebenso an unserem Modell anschaulich dargestellt. Ein Schüler Grosseteste war der um 1215 geborene Franziskaner Roger Bacon, der nicht mit seinem später lebenden Namensvetter Francis Bacon verwechselt werden darf. Roger Bacon vertrat die Ansicht, dass die Mathematik dem Menschen angeboren und ihre Evidenz die Grundlage aller Erkenntnis sei. Zur Erkenntnis bedürfe es aber ebenso der Erfahrung und vor allem des Experiments. Auch an der Erfahrung des Göttlichen sei das Licht beteiligt, nämlich als Erleuchtung. Roger Bacon beschäftigte sich zusätzlich mit Alchemie, benutzte Vergrößerungsgläser und kannte bereits die Camera Obscura. In seiner Kritik an den damaligen Autoritäten war er so wenig zurückhaltend, dass er die Zeit von 1271 an bis zu seinem Tode in Klosterhaft verbringen musste. Von der Lichtmetaphysik des Robert Grosseteste beeinflusst zeigte sich auch Giovanni Fidanza, genannt Bonaventura, der von 1221 bis 1274 lebte. Bonaventura gilt neben Thomas von Aquin als wichtigster Theologe der Scholastik. Als Vertreter der sogenannten älteren Franziskanerschule versuchte er, neuplatonische und augustinische Gedanken mit jenen von Aristoteles zu vereinbaren. Eine Legende gibt Auskunft über die Entstehung seines Namens. Seine Mutter brachte den kranken Giovanni zu Franz von Assisi, damit dieser das Kind segne. Als der Junge 5 Jahre alt war, führte die Frau ihren Sohn noch einmal zu Franz, um für die Genesung zu danken. Da soll dieser laut ausgerufen haben: Buona Ventura, welch glückliches Ereignis! Von da an wurde der Junge nur noch Bonaventura genannt. Für Bonaventura ist das Licht mehr als nur formgebendes Prinzip der Körperlichkeit. Es ist Ursache für die Entwicklung der pflanzlichen und tierischen Seele sowie der Vernunftseele. Alles Leben und Erkennen weist eine Lichtnatur auf. In Gott sind das Wesen des Lichts und des Leuchtens eins. So zeigt unsere Darstellung in der Mitte die menschliche Seele, die sich aus der von unten kommenden vegetativen und animalischen Seele und der Vernunftseele aus dem von oben kommenden göttlichen Licht bildet. Die menschliche Vernunftseele, die die Leitung der niederen Seelenteile übernimmt, ist wie eine Kugel zwar eins, gleichzeitig aber zeigt sie in ihren vielen Ebenen die einzelnen Vermögen. Von links die des Verstandes, von rechts die des Willens. Zwischen beiden befindet sich als höchstes das freie Wahlvermögen. Die Erkenntnis Gottes erfolgt über die Schöpfung. Bonaventura weist uns an, zunächst der Spur Gottes nachzugehen, die körperlich, zeitlich und außer uns liegt. Anschließend sollen wir in unsere Seele eintreten, die das Bild Gottes ist, unsterblich, geistig und in uns. Schlussendlich müssen wir hinaufsteigen zum ewigen Geistigen über uns.